nur schon das Schaf. Ist schon das Schaf. Es macht gern Unsinn und ist nicht besonders brav. Doch mögen wir das komische Tier. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute basteln wir die Scheune von Sean das Schaf und im letzten Video hat das mal einer vorgeschlagen und ich kam gar nicht drauf, von Sean das Schaf mal die Scheune zu bauen. Wir haben hier Schafe in Minecraft, warum nicht? Also heute gibt's eine Scheune. Heute für die Folge brauchen wir mal, einfach gesagt, ein paar Steinblöcke, dann holen wir uns Steinziegeltreppen raus, dafür nochmal die Stufen, dann holen wir uns noch ein paar Steinstufen raus, dann noch ein paar Steintreppen, dann holen wir uns noch ein paar Fichtenholztreppen, davon dann nochmal die Schilder holen wir uns ganz einfach raus, denn wo platzieren wir die? Eine Türchen bräuchten wir noch, ich empfehle einfach mal eine Fichtentür für die Scheune und dann holen wir uns noch ein bisschen rote Keramik raus. Zuallererst geht's wie immer erstmal an unsere Steinblöcke ran, da ziehen wir uns erstmal wie immer einen Grundriss, da würde ich sagen, setzen wir uns erstmal einen irgendwo hin und ziehen uns erstmal gerade Reihe lang, da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke erstmal gerade weg, dann gehen wir an den Seiten einmal nach hinten weg. Da setzen wir jeweils auf beiden Seiten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann 12 Blöcken auf beiden Seiten. Das ziehen wir auf der anderen Seite einfach mal nach. Ja, und wenn wir dann hinten angekommen sind, müssen wir das nur noch miteinander verbinden und können das Ganze dann schon hochziehen. Die Höhe sind 7 Blöcke an sich. Da können wir unten schon mal mitsehen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir können nochmal einen Block in die Mitte setzen, um zu gucken, ob wir uns nicht verzählt haben. Und wenn wir 7 Blöcke haben, können wir das Ganze hochsetzen. Haben wir das hochgesetzt, geht schon ran ans Dach. Da wollen wir jetzt an den Seiten, also Vorder- und Rückseite, einfach mal an den Seiten eine Blockreihe freilassen. Ziehen uns hier erstmal eine Ebene rauf, dann lassen wir an den Seiten 2 Blöcke frei, wieder eine Ebene rauf und dann in der Mitte oben, blub, ein Block hin. Ja, das Maß setzen wir nochmal auf der Rückseite, einfach an den Seiten wieder zack, ein freilassen. Und dann lassen wir jeweils immer 2 Blöcke an den Seiten frei und dann in der Mitte, blub, ein Block hin. Ja, dann können wir gleich schon das Dach aufsetzen. Dabei schnappen wir unsere Steinziegeltreppen und Stufen. An der Seite natürlich beginnen wir mit einer Stufe, dann kommt Treppe. Die Treppe setzen wir eigentlich immer jeweils hier bei so einem Übergang, ne, auf die nächste Ebene kommt immer unsere Treppe hin. Und davor dann ganz, ganz einfach unsere Stufen. So, ganz oben in der Mitte setzen wir auch nochmal eine Stufe und dann gehen wir auch so wieder runter. Ja, dieses Maß von unseren Treppen können wir natürlich einmal bis zur anderen Seite ziehen. Anschließend wollen wir, nachdem wir das zugezogen haben, natürlich noch ein bisschen überstehen lassen. Relativ simpel, wir lassen alles hier blub, einmal nach vorne überstehen und können danach dann noch das ganze Dach ein bisschen verstärken. Das heißt einfach hier an der Seite, bei der ersten Treppe dahinter, blub, setzen wir eine Stufe ran. Das machen wir noch einmal hier und dann nochmal hier oben in der Mitte zwischen den zwei Treppen, blub, setzen wir auch nochmal eine Stufe. So gehen wir dann hier auf der anderen Seite auch wieder runter. Und das machen wir natürlich nicht nur auf der Vorderseite, sondern dann auch synchron auf der Rückseite wollen wir das Dach dann überstehen lassen und auch ein bisschen dicker machen. Hier nur zwei oder drei extra Stufen hier unter. Das wirkt einfach ein bisschen besser. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen Zusatz bauen an den Seiten. Wir schnappen wieder unsere Steinblöcke. Wir fangen, würde ich mal sagen, auf der Vorderseite an und zwar auf der linken Seite. Da lassen wir einfach an der Seite eine Blockreihe Platz, setzen uns hier drei Blöcke hin. Davor setzen wir uns nochmal zwei Blöcke und dann gehen wir einfach mal zur Seite weg. Ich würde mal sagen, drei Blöcke, können wir mal zählen. Eins, zwei, drei und dann setzen wir auf der anderen Seite auch wieder hinten drei Blöcke, davor zwei Blöcke. Die hier vorne können wir einmal zuziehen und dann würde ich sagen, können wir hier vorne blub, die eine Ecke mal freihauen, da wird ja später unsere Tür reingesetzt. Wir können auch gleich ein bisschen vorarbeiten und die Tür schon mal hinsetzen. So, wenn wir das haben, gehen wir einmal auf die Rückseite. Da wollen wir uns auch nochmal sowas basteln. Das ist so eine kleine Abstellkammer, ne? Kann man für Kisten und sonstiges nehmen. So, da wollen wir einmal auf der Rückseite, würde ich mal sagen, auch auf der linken Seite, denn hier einfach mal eine Blockreihe Platz lassen. Setzen uns hier, würde ich mal sagen, vier Blöcke hin. Davor setzen wir uns drei Blöcke hin und gehen jetzt zur Seite vier Blöcke noch. Also 1, 2, 3, 4. Insgesamt haben wir dann hier 5. Und hier wollen wir auf der anderen Seite auch erstmal vier Blöcke auf der Rückseite setzen, drei davor. Hier vorne können wir das Ganze einmal wieder zumachen. Und ich würde mal sagen, hier schlagen wir die Mitte einfach mal frei. Und dann könnt ihr euch mal eure Steintreppen nehmen und die setzen wir uns einfach mal hier so umgedreht einmal nach innen. Dann setzen wir die Tür einmal vorne hin und durch die Treppe wirkt das Ganze doch ein bisschen besser, wenn man reinkommt. Und da hat man noch, sage ich mal, hier so eine kleine freie Fläche über der Tür. Sieht immer ein bisschen besser aus. So, weiter geht's dann blub auf unserer rechten Seite von unserer Scheune. Ne, wenn wir jetzt von vorne gucken, auf der rechten Seite, schnappen wieder unsere Steinblöcke und fangen jetzt hinten an mal zu zählen. Da lassen wir jetzt einfach mal zwei Blöcke Platz und dann schlagen wir uns hier, würde ich mal sagen, einfach mal, ja, so ein Vierer Steinklotz hin, das Ganze auf eine Zweier Höhe. Und dann würde ich sagen, nochmal nach vorne weg setzen wir nochmal zwei Steinblöcke hin. So, jetzt schnappen wir mal unsere Steinziegeltreppen. Da wollen wir mal so eine kleine Treppe uns hinbasteln. Und wenn wir das haben, können wir jetzt langsam anfangen, unsere Eingänge uns reinzuhauen, wie natürlich unsere Fenster. Wir beginnen auch gleich hier und schlagen dahinter, würde ich mal sagen, einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Genau, schlagen wir mal weg. Dann setzen wir ganz oben einfach mal unsere Steinstufen hin.
Dann gehen wir einfach mal zur Seite hier von unserer Tür, lassen eine Blockreihe Platz und dann schlagen wir, würde ich mal sagen, auf der gleichen Höhe hier einfach mal zwei Blöcke weg. Das Ganze machen wir auf eine Dreierhöhe, gehen wieder zur Seite weg, lassen also eine Reihe wieder Platz und dann schlagen wir hier eigentlich nochmal so zwei Blöcke weg und das Ganze auch auf eine Dreierhöhe. Jetzt können wir gleich schon unsere Steintreppen nehmen, die einmal unten hier so platzieren, dass sie sich angucken und oben auch nochmal natürlich denn die umgedrehte Variation. Dann kriegen wir erstmal hier so ein kleines Pluszeichen rein. Das machen wir hier noch einmal. Zack, zack. Und wenn wir das haben, gehen wir jetzt einmal auf die andere Seite. Da wollen wir es auch nochmal synchron uns basteln. Wir lassen jetzt einfach hier vorne an den Seiten, würde ich mal sagen, zwei Blöcke Platz. Schlagen uns dann hier zwei Blöcke weg. Das Ganze machen wir auf eine Dreierhöhe. Dann gehen wir wieder zur Seite, einen wieder freilassen, zwei freihauen, einen freilassen, zwei freihauen und sollten hier hinten auch wieder zwei Blöcke haben. So, die Fenster machen wir natürlich auch wieder auf eine Dreierhöhe. Und wenn wir das haben, nehmen wir wieder unsere Steintreppen und setzen uns auch nochmal solche Pluszeichen rein. Haben wir unsere Pluszeichen gesetzt, geht es jetzt weiter mit unseren Fichtenholztreppen. Das machen wir bei allen unseren Fenstern, die wir jetzt hier haben. Und zwar setzen wir einfach zwei umgedrehte Fichtenholztreppen rein und platzieren dann einfach auf der Vorderseite wie dann auf der Rückseite noch einfach zwei Schilder. Und das füllen wir einfach mal komplett hier aus. Haben wir unsere Schilder und unsere Treppen überall bei jedem Fenster platziert, auf der Vorder- wie natürlich auf der Innenseite unserer Scheune, geht es jetzt weiter auf der Vorder- und Rückseite, dass wir uns da auch nochmal zwei Fenster reinbasteln wollen. Und zwar welche, die sich oben befinden. Da fliegen wir einmal zur Mitte und wir richten uns so ein bisschen von unseren Steinblöcken aus. So, wir haben hier oben den ersten, den zweiten und ab den dritten schlagen wir hier drei Blöcke einfach mal zur Seite so weg, ne, dass wir hier so drei haben. Und das Ganze machen wir auf eine Dreierhöhe auch insgesamt. Unten wie oben platzieren wir dann noch einfach mal ein paar Steinstufen. Und dann fliegen wir einfach mal auf die andere Seite, das heißt wir drehen einfach mal um, so auf der Rückseite und wollen hier nochmal das gleiche Fenster frei haben. Wir gucken wieder oben, wir lassen eins, zwei Blöcke Platz, ne, und dann schlagen wir den dritten weg, gehen zur Seite jeweils ein und das machen wir auch hier auf eine Dreierhöhe insgesamt. Unten wie oben setzen wir einfach nochmal ein paar Steinstufen hin und wenn wir das haben, drehen wir jetzt wieder um, gehen wieder auf die Vorderseite und wollen uns unten natürlich unsere Öffnung für unser Tor später basteln. Das heißt einfach, wir lassen an den Seiten drei Blöcke Platz und dann schlagen wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg und sollten hier auch nochmal drei Blöcke haben. Unser Scheunentor hat eine Breite von 5, aber Höhe 4. Also wir haben schon 1, 2, 3, 4. So, da schlagen wir den Ganze einfach hier auch erstmal frei. Und wenn wir das haben, können wir jetzt schon mal unsere rote Keramik nehmen, um unser Tor zu basteln. Wir lassen, oder würde ich mal sagen, wir platzieren einfach an den Seiten hier ganz stumpf vorne ran einfach mal unsere rote Keramik. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Aber lassen die Mitte offen, dass wir dann immer, sag ich mal, schon in unsere Scheune rein können. So, jetzt sind wir schon mal drin und wollen auch gleich noch unsere rote Keramik für unsere Seitentür benutzen. Die wollen wir dann hier einfach mal zack, 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 einfach hier die Öffnung hier so versiegeln mit unseren, ja, roter Keramik. Und da wollen wir das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Denn wir wollen das ja auch hier alles einrichten. Von daher schnappt euch nochmal unsere Steinblöcke. So, und dann wollen wir jetzt hier einfach mal an den Seiten von unserer Tür einfach unsere Steinblöcke setzen. Die können wir hier komplett gerade einmal nach oben ziehen. Können das hier auch zumachen und dann würde ich sagen, darunter machen wir es auch nochmal. So, das reicht eigentlich auch. Um weiter zu bauen, holen wir uns einfach mal ein paar Akazienholzblöcke raus. Achte darauf, dass wir überall die Rinde haben. Dann holen wir uns noch einfach mal ein paar polierte Andesitstufen, davon nochmal die Treppen raus. Dann holen wir uns bemooste Steinziegelstufen wie Treppen raus. Und wenn wir das haben, holen wir uns nochmal Bruchsteinblöcke raus und dann auch mal davon, die mit Moos besetzt. Dann holen wir uns noch ein paar abgezogene Fichtenholzstämme. Achte darauf, dass diesmal keine Rinde dran ist. Und dann holen wir uns davon auch einmal die Schilder. Zuerst beginnen wir mit unserem Akazienholz. Das wollen wir einmal über unseren Scheunentor platzieren. Da schlagen wir einfach mal die erste Steinblockreihe weg und setzen hier einfach an der Seite unsere Stämme ran. Und wenn wir das haben, geht es zu den polierten Andesitstufen. Die platzieren wir einmal hier oben so quer ran. So, wenn wir das Ganze haben, bleiben wir auch erstmal bei den polierten Andesit und Treppen. Die wollen wir erstmal verbauen. Und zwar bei unseren Anbausätzen, die wir an den Seiten haben. Da platzieren wir jetzt hier bei denen, würde ich mal sagen, ganz oben einfach mal ein paar Stufen hin und davor einfach ein paar Treppen. So, wir können auch eigentlich gleich mal reingehen. Polierte Andesitstufen hier nochmal ein bisschen in die Decke reinsetzen. Und wenn wir das haben, gehen wir jetzt auf unsere Rückseite und wollen dieses Dach natürlich auch noch verfeinern. Da setzen wir jetzt einfach mal hier oben einfach mal eine Treppenreihe hin. Davor nochmal eine Treppenreihe und dann kommt eine Stufenreihe. So, das wollen wir natürlich noch einmal überstehen lassen. Das heißt, schnappt euch wieder eure Treppen, eure Stufen, lasst das überstehen und hier bei der hintersten Treppe setzen wir darunter einfach noch eine Stufe da, um das ein bisschen stabiler zu machen, das Dach. Das machen wir natürlich hier dann auch nochmal auf der anderen Seite, einmal mit unseren Treppen und Stufen.
Ja, und wenn wir das haben, bleiben wir immer noch bei diesem Blockmaterial und wollen jetzt hier oben das Dach ein bisschen verfeinern. An sich ist auf der Scheune so ein bisschen Wellblech, das ist schon ein bisschen vermoost und auch ein bisschen verdellt und naja, es hat schon Risse und sowas. Das ist ja schon eine ältere Scheune. Da wollen wir einfach, würde ich mal sagen, das Ganze ein bisschen austauschen durch unsere polierten also diese Treppen und Stufen, wie natürlich unsere Moostreppen, wie davon die Stufen. Ich würde euch einfach empfehlen, euch hier so ein kleines Muster erstmal reinzuhauen. Das heißt, ich tausche hier erstmal, würde ich mal sagen, die zweite Reihe an der Seite hier einmal durch unsere polierten Anisit-Treppen aus. Dann würde ich das nochmal auf der Rückseite machen. Dann suche ich mir hier so ein bisschen so die Mitte raus und setze mir auch nochmal hier zwei, polierte Anisit rein. Die tausche ich hier einmal komplett einmal aus. Und wenn wir uns das ausgetauscht haben, bleibe ich noch nicht dabei. Ich würde nur sagen, ich mache dann hier noch einfach die erste Stufenreihe hier komplett, tausche ich einmal aus. Und dann nochmal hier oben die Mitte, die tausche ich auch nochmal durch unsere Anisit-Stufen wie Treppen alles mal aus. Und wenn ich das so ein bisschen leicht ausgetauscht habe, bleibt noch eine Sache übrig. Man kann es natürlich so lassen. So sieht es natürlich nie genau aus. Ne? Das ist jetzt so das Dach. So, jetzt ist es schick. Aber das steht ja schon eine Weile auf unserer Farm. Von daher könnt ihr eure Moostreppen und Stufen nehmen und tauscht ja einfach willkürlich alles so ein bisschen aus. Ihr könnt auch gerne hier so, sage ich mal, das hier nochmal austauschen. Ne? Dann sagt ihr, nein, ich will hier doch lieber die Moos-Stufen haben oder ihr nehmt auch nochmal hier eure ganz normalen Steinziegelstufen und könnt das auch nochmal austauschen. Wie gesagt, stackt das jetzt einfach willkürlich euch so rein, wie ihr das haben möchtet und dann, lasst euch Zeit dabei. Hast dich ein bisschen ausgetobt und das Ganze so ein bisschen willkürlich dir platziert, wie du es dir platzieren möchtest, sollte es denn am Ende so aussehen. Jetzt wollen wir einmal in unsere Scheune reinfliegen und zwar wollen wir das Innenleben von unserem Dach auch noch ein bisschen verkleiden. Und zwar beginnen wir jetzt einfach mal mit unseren abgezogenen Fichtenholzblöcken. So, da fliegen wir an den Seiten hin und platzieren erstmal eine Blockreihe einfach mal so lang. Dann lassen wir eine Reihe Platz, setzen uns hier wieder so eine Baumstammreihe einfach mal lang. Das soll ja das Dach hier alles hier ein bisschen stabilisieren, wieder eine Reihe freilassen. Und hier ganz oben in der Mitte setzen wir auch nochmal unsere Baumstämme einfach mal rein. So gehen wir eigentlich hier auch erstmal wieder runter, dass wir unsere Blöcke hier einfach mal langziehen. Und wir hatten ja, sag ich mal, hier so... Ja, die Tür ein bisschen, sage ich mal, verstärkt hier drin, ne, dass sie nicht so rumschwebt. Da schlagen wir einfach oben wieder die Reihe weg. Ne, und dann ziehen wir unsere Baumstämme auch hier wieder lang. Und wenn wir das haben, wechseln wir wieder zu unseren Anisit-Stufen und können die hier einfach mal, zack, überall dazwischen, wo wir es denn freigelassen haben, noch einmal platzieren. So, und das machen wir natürlich auf der anderen Seite hier auch wieder so, dass wir runtergehen. So ist das Dach natürlich sehr stabil und fällt nicht in sich zusammen. Also wir bauen noch diesmal ein bisschen logisch hier in Minecraft und dann sollte das am Ende bei dir dann so aussehen innen drin. So, als nächstes wollen wir unsere Schilder verarbeiten. Da fliegen wir vorne an unser Tor hin. Die Schilder wollen wir einmal auf der Unterseite hier platzieren, wie Oberseite. Das machen wir natürlich nicht nur bei beiden Toren, sondern auch auf der innenliegenden Seite. Haben wir das denn soweit hier mit unseren Schildern bei unserem Tor auf beiden Seiten, geht es jetzt weiter natürlich mit unserem Bruchstein und bemoosten Bruchstein. So, den wollen wir verwenden, um natürlich unsere Scheune auch wieder ein bisschen, sage ich mal, runtergekommen, da... aussehen zu lassen, ne? Weil ich sag mal, bei Scheune Schaf ist es an sich eigentlich nur so eine Ziegelsteinmauer, überall, sage ich mal, hier in der Fassade. Aber das sieht halt doof aus, wenn wir nur Bruchstein nehmen, überall. Von daher empfehle ich dir einfach, das jetzt auch wieder wie beim Dach willkürlich dir zu platzieren. Und wenn du denn erstmal, würde ich mal sagen, nur Bruchstein platziert hast, nimmst du noch deinen bemoosten Stein und setzt da einfach noch überall dazwischen auch noch so ein paar Steinblöcke davon hin. Ich würde mehr Bruchstein setzen als bemoost. Ne, das kannst du dann, sage ich mal, dir selber entscheiden, wie viel du von was setzt. Und dann tob dich da auch wieder aus, lass dir Zeit. Ne, sowas sollte man sich schon ein bisschen Zeit nehmen, damit das halt, sag ich mal, dir gefällt. Ne? Von daher, ich lasse mir auch kurz Zeit und setze hier einfach willkürlich noch ein paar Blöcke rein. Wenn wir uns ausgetobt haben, sollte das dann am Ende so bei dir aussehen. Ne? Überall so ein paar Ziegelblöcke drin, ne? So ein paar Bemooste auch noch dazwischen. Kannst auch natürlich kombinieren, sieht dann natürlich auch gut aus. Ne? Ich sag mal, die haben ja beide die gleichen Pixel, ne? Und daher passt das ja super zusammen. Weiter geht's dann hier, dass wir uns erstmal ein paar Steinknöpfe rausholen, dennoch ein paar Stolperdrahthaken holen wir uns noch raus. Dann ein Fichtensoundtor, dennoch mal Fichtenzäune. Dann holen wir uns nochmal Fichtenholztreppen raus, Stufen davon, dann ein Lagerfeuer. Dann holen wir uns noch ein bisschen Wasserflaschen natürlich für unser Lagerfeuer. Dann einfach noch eine Eichenfalltür. Und dann geht es erstmal los mit unseren Steinknöpfen. Die verwenden wir natürlich einmal hier bei dieser Tür, dass wir hier natürlich einen Türknopf haben. Und auf der Vorderseite bei unserem Türchen hier von unserer Scheune setzen wir die einfach mal an den Seiten hin. Einmal unten wie oben. Dann geht es schon weiter mit den Stolperdrahthaken. Die sind natürlich unsere Griffe für unser Scheunentor. Das platzieren wir mal außen wie natürlich auf der Innenseite. Und wir haben noch den Steinknopf, von daher verwenden wir ihn auch nochmal hier bei unserer Tür. Da würde ich den aber diesmal ein bisschen weiter oben ansetzen.
So, jetzt wollen wir aber noch nicht anfangen, uns hier innen drin alles einzurichten, sondern erst mit draußen geht's nochmal ran. Schnappt euer Fichten-Zauntor und die Zäunchen, denn wir wollen uns hier oben so eine kleine, ja, wie würde ich das sagen, einfach mal hier so eine kleine Halterung machen, wo wir dann, sag ich mal, hier einen Seilzug basteln, ne? Sag ich mal, dann einfach Zauntor ran, dann ein paar Zäunchen vorne rein und dann kann man ja, sag ich mal, wenn es vielleicht irgendwas mal gibt, vielleicht sich noch irgendwo sowas dran platzieren, so einen Haken oder sowas. Noch kann man ja, sag ich mal, Stolperhaken oder Knöpfe nicht unter Zäunchen platzieren, um sowas da aussehen zu lassen oder so, kann man vielleicht noch eine Laterne sich ranbasteln. Naja, jedenfalls platzieren wir uns sowas hier einmal draußen und dann fliegen wir wieder auf die Innenseite und wollen uns innen drin alles natürlich so ein bisschen mehr gestalten, sodass wir uns hier das auch alles nutzbar machen können. Am besten beginnen wir erstmal mit unserem Fichtenzaun. Da fangen wir einfach mal, wenn wir hier so reinkommen, in die Scheune einfach mal hinten in die linke Ecke an. Da lassen wir einfach nach vorne weg einfach mal zwei Blöcke Platz. Dann setzen wir unseren Zaun hier hin. Da würde ich mal sagen, machen wir das Ganze auf eine Dreierhöhe. Dann gehen wir zur Seite weg, lassen immer eine Blockreihe Platz, setzen uns hier wieder einen Zaun hin, einmal wieder freilassen und wieder einen Zaun hin. So, das Ganze können wir dann hier einmal so ein bisschen hochziehen. Zack, zack, zack. Würde ich mal sagen, auf eine Dreierhöhe halt überall. Dann verbinden wir die einmal oben miteinander und dann gehen wir von dem letzten einfach mal wieder nach hinten weg und können hier uns auch nochmal so einen Zaun einfach mal hinziehen. So, jetzt schnappen wir mal unsere Fichtenstufen erstmal und fangen bei unserer Tür an. Da wollen wir einfach mal, sag ich mal, die Tür ein bisschen kleiner machen, die ist ein bisschen groß. Von daher platzieren wir die Stufen einmal auf der Unterseite, halt auf der Länge, wie wir jetzt ja auch hier unsere, ja, Steinverstärkung für unsere Tür uns gesetzt haben. Die Breite wären dann drei Blöcke oder drei Stufenlängen. So, dann wollen wir das Ganze hier, hups, natürlich einmal hier alles ausfüllen. Und wenn wir das haben, wollen wir, sag ich mal, hier so machen, dass man hier ein bisschen hochkommt. Und da würde ich mal einfach mal hier hinter mir einfach mal zwei Treppen hinsetzen. Und dann machen wir hier einfach mal aus unseren Stufen einen Block und setzen da einfach nochmal eine Stufenreihe auf. Jetzt schaffen wir unser Lagerfeuer und können hier einfach mal die ganze Fläche mit Lagerfeuern ausfüllen. Und wenn du die natürlich platziert hast, müssen wir die natürlich löschen. Nicht, dass uns die Scheune abbrennt. Und daher schnell eine Wasserflasche geschnappt und dann ja, löschen wir einfach mal das Feuer hier. So, wenn wir dann das ganze Feuer gelöscht haben, geht es jetzt weiter und immer noch mit unseren Zäunchen. Die wollen wir natürlich jetzt nutzen, um diese Fläche abzustützen. Das platzieren wir einmal hier an der Seite und dann würde ich auch hier vorne das noch einmal machen. Zack, kann man abstützen. Vielleicht noch hinten hier in der Ecke kann man noch machen. Jetzt hier in der Ecke nicht, weil sonst verbinden sich die Zäune, das sieht ja doof aus. Von daher, so können wir das Ganze dann hier noch ein bisschen abstützen. Und dann wollen wir uns so eine Fläche auch nochmal auf der Vorderseite basteln, über unserem Scheunentor. Da schnappen wir uns jetzt aber einmal unsere Fichtenholztreppen. Die platzieren wir einmal hier in der Mitte, ja, bei unserem Fenster einmal darunter. Dann lassen wir an den Seiten zwei Blöcke Platz und setzen hier jeweils auch nochmal so eine ummodellierte Treppe. Davor können wir jetzt einfach mal unsere Fichtenstufen uns einmal platzieren. Und darauf setzen wir dann einfach wieder unsere Lagerfeuer. Das können wir hier wieder einmal langziehen. Und wenn wir die dann natürlich wieder einmal überall platziert haben, kommt wieder die Wasserflasche zum Einsatz und löschen das Ganze. Als nächstes nehmen wir noch ein paar Eichenfalltüren und platzieren die einfach mal unter unseren Lagerfeuern, damit man, sage ich mal, hier dieses ja, dieses Graue halt nicht sieht. Ne, da nehmen wir einfach unsere Falltüren, das machen wir auch einmal hier und platzieren hier überall die Falltüren entlang, so, dass man hier gar nichts mehr davon sieht. Zu guter Letzt würde ich nochmal einmal den Fichtenzaun nehmen und dann das einfach noch hier mal ein bisschen abstützen und zwar einfach mal hier auf dieser Seite. Können wir einfach mal nochmal einen Zaun platzieren. Kannst es auch gerne nochmal auf der anderen Seite machen, aber wir wollen uns ja noch ein bisschen was dazu basteln. Und wenn ich sage, was dazu basteln, meine ich, dass wir uns mal ein paar Barriereblöcke rausholen, halt unsere unsichtbaren Blöcke. Da wollen wir uns jetzt so ein paar Leitern basteln, die natürlich, sag ich mal, wirklich Leitern sind und nicht irgendwo noch dran sind. Falls du die jetzt natürlich nicht hast, die Barriereblöcke bei deiner Edition, kannst du auch ganz normale Fichtenholzblöcke nehmen. Das geht auch, ne, wie gesagt. Aber wenn du unsichtbare Blöcke hast, nimm sie auch. Ja, dann holen wir so ein paar Laternen raus und das reicht eigentlich. Die Laterne möchte ich natürlich ja einmal draußen platzieren bei unserem Seilzug. Wir haben noch nicht wirklich sowas in Minecraft, von daher kann man es ja nehmen, um dann, sag ich mal, hier vorne ein bisschen Licht zu haben, ne? Falls man nochmal abends in seine Scheune will, um nach seinen Schäfchen zu gucken oder um Schäfchen zu zählen. Ja, dann wollen wir uns natürlich noch ein paar Leitern platzieren. Ich mache mir einmal das hier. Wie gesagt, du kannst auch gerne Fichtenholzblöcke nehmen, wenn das nicht gehen sollte. Ansonsten nimmst du dir einfach hier unsere Barriereblöcke und platzierst die Leitern dran. Und das mache ich auch nochmal hier auf der Seite. Von daher habe ich ja gesagt, dass du hier diesen Zaun nicht unbedingt hier setzen musst, wenn du, sag ich mal, hier dir denn unsere Leiter machst. Wenn du das natürlich jetzt mit unsichtbaren Blöcken machst, müsstest du denn hier nochmal die Stufe wegnehmen und das einfach mal dann hier blub, durch den Barriereblock rausnehmen. Das Schöne ist einfach, wir können hier auch einfach zack hochkommen. Ne? Also ich sag mal auch, wenn, sag ich mal, die Sprosse nicht wirklich bis hier ganz nach oben geht, macht das nichts, wir kommen trotzdem bis nach oben. Also wir können das Ganze auch nutzen. Hier kommen wir auch dann ganz simpel einfach nach oben. Ja. Natürlich, wenn du dann hier auch ein bisschen mit Graspfad arbeitest, müsstest du dann hier ein bisschen wieder mal was austauschen. Vielleicht geht das nicht, aber dann nimmst du hier irgendeinen anderen Block. Ne, falls da genau darunter halt
ja, wenn du es da platzieren möchtest, geht dann halt nicht, ne? Weil ihr wisst ja, wenn das auf dem Graswald ist, dann wird er wieder zu normaler Erde. Naja, und dann haben wir eigentlich die Scheune schon abgeschlossen. So sieht sie natürlich erstmal noch leer aus und natürlich, du kannst ja den Boden ein bisschen austauschen, dass er halt so wirkt wie in einer Scheune, aber ansonsten musst du halt nur noch die Scheune einrichten, damit sie halt natürlich ein bisschen befüllt ist. Das habe ich aber schon glücklicherweise gemacht, wie natürlich die Seiten kannst du ja auch noch ein bisschen, sag ich mal, optisch verschönern. Wir machen hier erstmal so noch so einen kleinen Rundumblick, sag ich mal, wo noch nichts ist, ne, wo alles noch schön kahl ist. Sieht natürlich anders aus, wenn du es dir natürlich ein bisschen optisch verschönerst. Du kannst zum Beispiel an den Seiten noch ein paar Fässer platzieren, vielleicht noch eine Schubkarre kannst du dir basteln. Und natürlich Gräser und alles Blümchen noch an den Seiten hier platzieren. Auch bei unseren Anbauten, was wir haben, das kannst du natürlich als Abstellraum nehmen für Kisten oder, weiß ich, du willst hier dein Holzlager machen, wenn du dir immer hier dein Feuerholz holst. Ja, ansonsten halt auch hier wieder Fässer und sowas kann man platzieren. Auch hier wieder ein kleines Lagerraum, was du dir machen kannst. Ja, ansonsten geht es natürlich noch in die Scheune rein. Da kannst du natürlich deine Schäfchen machen von Schorner Schafen, ist ja klar. Ich habe hier mir die auch ein bisschen so gemacht, dass die hier, sage ich mal, ein bisschen kunterbunt sind. Und dann, ja, was ist in der Scheune drin? Natürlich Stroh und was nicht alles kannst du dir natürlich hier platzieren. Kannst ein bisschen hier alles dir dann verteilen und dann sieht das Ganze doch ganz anders aus. Guck mal, hier oben habe ich mir sogar noch einen Gegenstandsrahmen gemacht mit einem Seil. Ne, falls mal der Flaschenzug hier mal gehen sollte, haben wir gleich das Seil hier und können hier noch was hochheben. Ne, sind vielleicht unsere Strohbeine oder so, was wir hier noch ein bisschen lagern möchten. Du siehst, ich habe hier noch Platz, von daher die Ernte kann noch kommen. Und ich denke mal, Schorner Schaf ist bestimmt auch froh, in seine Scheune endlich wieder hier einziehen zu dürfen. Die machen sich bestimmt gleich ihre Strohbetten parat und feiern wieder die ganze Nacht, bis dann natürlich unser Hund wieder kommt und dann hier wieder alles die Stimmung wieder runterzieht. Ich hoffe, bist du immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht die Scheune von Schorner Schaf da. Es kann einziehen, natürlich fehlt noch einiges, wie natürlich das Häuschen vom Farmer, was wir als nächstes oder in Zukunft auch noch bauen werden. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann haust du rein und tschüss.